Warum hat der Bundestag heute einem Mann gratuliert, den es überhaupt gar nicht gibt? Bis heute warten wir auf seine erste Rede im Deutschen Bundestag. Ich möchte unserem geschätzten Kollegen ganz herzlich noch einmal zu seinem 90. Geburtstag gratulieren. Die Abgeordneten feiern Jakob Mirscheid, angeblich am 1. März 1933 geboren. Doch das stimmt nicht. Zwei Politiker im Bundestag haben ihn sich vor über 40 Jahren ausgedacht, um an einen verstorbenen Kollegen zu erinnern. Seitdem ist Jakob Mirscheid ein Running Gag im Bundestag, der von den Abgeordneten immer wieder aufgegriffen wird. Und das beantwortet auch die Frage,